Heute geht's um Knöpfchen, der was raten muss, Bienen auf Nektarsuche, David, Red und das Hütchenspiel, einen Markt von oben, lustige Gemüsegesichter, um das Geheimnis vom Apfel und um den Elefanten. Und hier ist wieder eine neue Runde unseres Ratespiels. Wen suchen wir? Begrüßt unseren Rateprofi Knöpfchen. Hallo. Tja, da bin ich mal gespannt, welche Aufgabe ich heute bekomme. Und hier ist sie, Knöpfchen. Wer ist orange, viereckig und kann auf einem Bein stehen? Wer ist orange, viereckig und kann auf einem Bein stehen? Orange. Du bist nicht orange, du bist rot. Ja. Sehr gut gemacht, Knöpfchen. Aber wer ist nun orange? Viereckig und kann auf einem Bein stehen. Viereckig? Tja, du bist nicht viereckig, du bist dreieckig. Sehr gut beobachtet, Knöpfchen. Aber zwei Kandidaten sind noch im Rennen bei. Wer ist orange, viereckig und kann auf einem Bein stehen? Auf einem Bein stehen. Das ist leicht. Du stehst nicht auf einem Bein. Du stehst auf zwei Beinen. Also musst du es sein. Du bist orange, viereckig und stehst auf einem Bein. Gratulation, Knöpfchen. Du hast die knifflige Aufgabe, wer ist orange, viereckig und kann auf einem Bein stehen, gelöst. Und ich kann sogar noch mehr. Guckt mal. Das hast du toll gemacht. Orange. Zitrone. Birne. Nicht? Orange. Zitrone. Apfel. Nicht? Orange. Zitrone. Banane. Das sind Yara und Nico. Und weil Yara einen Apfel isst, will Nico natürlich auch einen. Zum Glück hängen da noch welche im Apfelbaum. Es ist nämlich Herbst. Da gibt es jede Menge Äpfel. Lecker. Überall hängen reife, leckere Äpfel am Apfelbaum. Aber wie wachsen Äpfel eigentlich? Im Winter, wenn es kalt ist, könnt ihr nur kahle Äste am Apfelbaum sehen. Noch nicht mal Blätter sind dran. Aber an den Astspitzen könnt ihr kleine Knubbel entdecken. Da ist so ein Knubbel schon ein bisschen grün geworden. Im Frühjahr, wenn es schon ein bisschen wärmer ist, seht ihr, was daraus wird. Viele kleine Blätter. Mit jedem Tag werden die Blätter größer. Im späten Frühjahr könnt ihr Knospen zwischen den Blättern entdecken. Das sind Blütenknospen. Wenn ein schöner, warmer Sonnentag kommt, öffnen sie sich. Das dauert eigentlich einen ganzen Tag, aber wir lassen den Film einfach schneller laufen.
Die Blüten haben eine besondere Aufgabe. Sie sollen Insekten anlocken. Bienen zum Beispiel. Die Bienen fliegen von Blüte zu Blüte und dabei bleibt Blütenstaub an den Bienen hängen. So verteilen die Bienen den Blütenstaub auf viele verschiedene Blüten. Das ist ganz wichtig, weil nur dann aus einer Blüte ein Apfel werden kann. Wenn eine Blüte anderen Blütenstaub abgekriegt hat, fallen die weißen Blütenblätter ab. Aus diesen Blüten können jetzt Äpfel wachsen. Das Dicke da am Blütenstiel, daraus werden Äpfel. Ein paar Tage später könnt ihr das noch besser sehen. Das werden Äpfel. Von Tag zu Tag könnt ihr jetzt beobachten, wie die Äpfel größer werden. Den ganzen warmen Sommer über wachsen die Äpfel. Manche bleiben klein, wie der da unten, der fällt bald ab. Die anderen Äpfel werden immer dicker. Wenn der Sommer langsam zu Ende geht, sind die Äpfel richtig groß. Sie müssen nur noch ein bisschen reifer werden. Bei diesen Äpfeln heißt das, dass sie noch röter werden müssen. So wie diese hier. Im Spätsommer oder Herbst ist dann die richtige Zeit gekommen, die Äpfel zu ernten. Banane? Bananen! Red! Red! Oh! Red's not here! Look! An apple! Oh! Hello, Red! Uh-oh. Look, Red. It's an apple. Oh. Yes, Red. Uh-uh. An apple. No, Red. Wait. Huh? We're going to play a game. A game? Yes, Red. With this. One, two, oh. Three. Oh. Red, we're going to hide the apple. Oh. And move the apple. Huh? And you have to guess, where is the apple? Oh! Do you understand? Play. Okay, Red, here's the apple. Uh-huh. Now, watch carefully, okay? Uh-huh. Watch carefully, Red. I'm going to move the apple. Uh-huh. Red, where is the apple? There. Here? Uh-huh. Okay, let's look. Oh, Red, there's the apple. Red, do you want to play again? Yeah, play. Okay, there's the apple. Uh-huh. Okay, watch carefully, Red. Watch very carefully. Uh-huh. And move the apple like this, very quickly. Very quickly. Oh, watch carefully, Red. Watch carefully. Oh, Red. Where is the apple? There. Here, Red. Uh-huh. Are you sure? Yeah. Okay, Red, let's look. Oh, Red,
There's the apple. Okay. Red, play. Oh, Red, do you want to play? Yeah. Okay, Red. There's the apple. Okay. And, okay, Red, you move the apple. Yeah. I watch carefully. Okay. Red. Okay, Red. Okay. There's the apple. Okay, still there. There's the apple. Right. Okay. Okay. Where is the apple, David? I know where the apple is, Red. Where? It's here. Cook. Shove. What? What, Red? Look, David, there. Look where? Red, there. Where? There, look, David. Where, here? Look, yeah. Where, Red? Mm-hmm. Red? Mm-hmm. Where? Red? Red, where? David? What? David? Where? Look, Red. Look. Where is the apple? I know where the apple is, Red. It's here. Look. Okay, it's here. Oh, Red. The apple, where's the apple? Then it's here. Look. Then the apple's here, Red. Look. Red, where is the apple? Here's the apple, Red. David. Where's the apple? Red. Oh, Red. Mitte der Sendung. So sieht der Markt von ganz oben aus. Aus der Sicht von Herrn Fuchs. Er ist sehr groß, 2,20 Meter. Und so sieht der Markt von unten aus, aus der Sicht von Fridolin. Fridolin ist sehr klein, 30 cm. Er ist an der Leine von Frau Fuchs, der Frau von Herrn Fuchs. Frau Fuchs ist kleiner als Herr Fuchs und größer als Fridolin. Sie misst 1,65 m. Und so sieht der Markt aus ihrer Sicht aus. Und so sieht Frau Fuchs aus der Sicht von Herrn Fuchs aus. Herr Fuchs, Frau Fuchs und Fridolin gehen über den Markt. Aber noch jemand gehört zur Familie Fuchs. Fuchs. Und für mich sieht der Markt so aus. Ich bin größer als Fridolin und kleiner als Mama Fuchs und viel kleiner als Papa Fuchs. Aber eins haben wir Füchse gemeinsam. Wir essen sehr gerne Orangen.
Aber wie soll man in dem Gewühle den Stand finden? Papa Fuchs sucht sie von ganz oben. Ich suche sie unten. Mama sucht sie in der Mitte. Aber zum Glück ist Fridolin der beste Orangensuchhund der Welt. Hinter den Socken links und da ist der Stand von José und seinen saftigen Orangen. Mm. Soll man die nicht auch nehmen hier? Guck mal. Die sind ganz preiswert und ganz orange da und richtig rund. Das sind wirklich die leckersten Orangen weit und breit. 3 Kilo. An. So. Herrlich. Tja, das war der Mittwoch auf dem Markt mit dem sehr großen Papa-Fuchs, der mittelgroßen Mama-Fuchs, der kleinen Fritzi-Fuchs und dem sehr kleinen Hund Fridolin-Fuchs. Thank you.
Tanja? Ja? Die sehen aber lecker aus. Sind die für mich? Die sind für dich, aber du musst dir die erst verdienen. Mhm. Und wie? Und zwar habe ich jetzt ein Spiel geplant. Mhm. Also, hier ist ein Strohhalm. Und wenn dir das gelingt, dass du diese Weintrauben mit dem Strohhalm hier aufsaugst und in das andere Tellerchen hier rüberlegst, dann darfst du dich zuerst verabschieden und die Weintrauben, die gehören dann auch alle dir. Mhm. Okay. Das ist aber nicht einfach. Da bin ich aber dabei. Okay? Okay, bei drei. Mhm. Achtung. Eins, zwei, drei. Los. Boah, du kannst es aber gut. Jo. Kaum hast du es gesagt, fällt mir eine runter. Zack. Hast du noch Puste? Kaum. Ja? Nummer drei. Zwei. Und? Geschafft. Sehr verabschieden gut. Möchte ich mich zuerst. Tschüss. Aber teilen werde ich die Trauben trotzdem mit dir. Okay. Hm? Tschüss. Tschüss. Gut, ne? Wunderschön, dein Freund, der Elefant hilft dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön, bunt wie eine Tüte Bonbons. Lass uns auf die Reise gehen. Mach mal deine Augen auf, es gibt so viel zu sehen. Voll in jede Pfütze rein, erst dann kann's weitergehen. Steck mal deinen Rüssel ganz tief in die Schüssel rein. Quatsch mit Soße sein. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Dein Freund, der Elefant, hilft dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Bunt wie eine Tüte Bonbons, lass uns auf die Reise gehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Und wenn du morgen aufstehst, gibt's ein